Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Kocht. Wir machen heute selbstgemachte Nudeln mit einer ganz leckeren Soße zusammen. Ihr werdet überrascht sein, wie einfach das geht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Für unsere Pasta brauchen wir Mehl. Ich habe hier einen Typ 550 genommen. Ihr könnt auch 405 nehmen. Oder natürlich, wenn ihr habt, ein 00, ein italienisches Pasta- und Pizzamehl. Das geht auch wunderbar. Dann habe ich hier 3 Eier. Und 4 Gramm Salz. Die Eier können wir kurz mit der Gabel verquirlen. Ich habe da meine Assistenz dazu geholt. Meine kleine Tochter. Die wollte die unbedingt rühren. Papa helfen. Papa helfen? Okay. Ja. Die auch? Okay, weiter. Beim Pasta machen kann man wunderbar auch die Kinder mit einbinden. So, dann können wir das Salz auch schon mal auf das Mehl geben. Der ein oder andere macht Pasta auch komplett ohne Salz und macht es dann im Nudelwasser. Ich finde es besser, wenn man direkt in der Pasta auch schon Salz hat. So, und dann geben wir das hier in die Kuhle rein und dann rühren wir das ganz langsam immer von außen ein bisschen reinrühren in die Eier. Sehr entspannende Arbeit. Ihr braucht auf 100 Gramm Pasta ziemlich genau ein Ei. Das passt eigentlich fast immer. Wenn es mal nicht passt, dann nehmt einfach noch ein kleines bisschen, ein paar Tropfen Wasser dazu. Und dann ist das alles wunderbar. So, wenn das eine gewisse Festigkeit erreicht hat, dann fange ich an, mit der Hand weiter zu arbeiten. A und O bei frischer Pasta ist, dass man sie einfach wirklich sehr, sehr gut durchknetet. So, mir ist sie hier in dem Fall ein kleines bisschen trocken, deswegen mache ich meine Hände leicht feucht und dann reicht das wahrscheinlich auch schon. So, und dann kneten wir den Teig wirklich immer ganz doll mit dem Handballen, bis er ganz, ganz geschmeidig ist. Das ist wirklich ganz wichtig, denn sonst 5 Minuten solltet ihr Minimum kneten. Aber erst, wie gesagt, der Teig ist erst dann fertig, wenn er schön glatt ist. Kann 5 Minuten dauern, kann aber auch 10 Minuten dauern. So, wenn der Teig dann schön glatt ist, dann wird es Zeit, ihn ruhen zu lassen. Dafür schlagt ihr ihn am besten eine Frischhaltefolie ein. Denn so kommt am wenigsten Luft dran, drückt ihn ein bisschen flach. Und so lasst ihr ihn dann im Kühlschrank mindestens eine halbe Stunde, besser eine Stunde ruhen. Das ist dafür wichtig, dass sich das Klebereiweiß entwickeln kann. Dadurch wird er nachher leichter dehnbar, leichter auszurollen. Also während ich meine Nudeln im Kühlschrank habe, kann ich mir schon mal eine ganz einfache, super leckere Tomatensauce vorbereiten. Dafür brauche ich Kirschtomaten. Ich habe jetzt etwa so 20 Stück genommen, dann eine kleine Zwiebel in kleine Würfel geschnitten, etwas Knoblauch, das ist hier tatsächlich nur eine halbe Knoblauchzehe, auch wenn es mehr aussieht, aber das ist Geschmackssache. Und ganz zum Schluss geben wir ein bisschen frischen Basilikum rein. Dann brauchen wir noch ein bisschen ein Olivenöl und mehr brauchen wir gar nicht. So, ich habe gestern Sushi gemacht, da habe ich noch ein bisschen Fisch übrig, ein bisschen Lachs und ein bisschen Thunfisch. Den werde ich da noch drin verarbeiten. Das gibt eine wunderbare Pasta im Stile von Marinara. Wenn ihr hier so ein großes Stück habt, Thunfisch, dann schneidet das ruhig in etwas gröbere Würfel. Idealerweise braten wir den so an, dass der innen drin noch schön rosa ist. Wer das nicht mag, kann den natürlich auch weiter braten. Aber ich finde, wenn man Thunfisch durchbrät, verliert er halt wirklich viel an dem, was Thunfisch eigentlich ausmacht. So, hierbei ist jetzt wichtig, dass wir das ganz kurz auf großer Hitze nur anbraten. In dem Fall nehme ich kein Olivenöl, sondern ein Sonnenblumenöl. Das ist meiner Meinung nach das, was auch viele falsch machen. Wenn man irgendwas in eine Soße reinmacht, Fleisch, Fisch, es wird angebraten, dann mit der Soße noch gekocht und dann ist es meistens übergart, denn Fisch gart sehr schnell.
Und gerade Thunfisch und Lachs will man eigentlich nicht zu sehr durchgaren. So, deswegen hier wirklich heiß machen, kurz anbraten nur. So, ich nehme den jetzt schon raus. Der Fisch muss noch nicht mal durch sein, denn einmal zieht er jetzt hier noch nach durch die Resthitze und zum zweiten gebe ich ihn nachher auch gleich nochmal in die Soße zum Nachkochen. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn er hier noch innen drin auf jeden Fall noch ein bisschen roh ist. In die gleiche Pfanne gebe ich jetzt einen großzügigen Schuss Olivenöl. Hier drehen wir jetzt die Hitze runter auf jeden Fall. Dann geben wir unsere Zwiebeln dazu. Das machen wir jetzt alles schön auf moderater Hitze. Knoblauch. So, die dünsten wir jetzt erstmal auf niedriger Hitze schön glasig. So, wenn die Zwiebeln weich sind, geben wir auch unsere Tomaten dazu. Jetzt können wir die Hitze ein kleines bisschen höher drehen. Dann würzen wir das auch gleich mit Salz, Pfeffer und dann lassen wir die Zwiebeln schön langsam ein bisschen weich werden. So, meine Pasta war jetzt fast eine Stunde im Kühlschrank. Jetzt ist sie schön elastisch, jetzt nehmen wir ein bisschen Mehl. Jetzt müssen wir sie nur noch ausrollen. Wer eine Pastamaschine hat, nimmt natürlich am allerbesten die. Wir machen das jetzt hier von Hand. Ihr könnt ganz normales Nudelholz nehmen. Ich habe jetzt hier so einen ganz geraden Ausroller. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Und dann versuchen wir die so dünn wie möglich auszurollen, so dass man eigentlich fast durchschauen kann. Und an der Stelle kommt es euch zugute, wenn ihr den Teig richtig geknetet habt, denn dann lässt er sich auch wunderbar ausrollen. Das ist übrigens ein sehr cooler Trick, den die Italiener da benutzen bei der Pasta ausrollen. Man wickelt das hier einfach rum und dann geht man mit den Händen, zieht man das, während man das rollt, nach außen. So kriegt man die Pasta noch einfacher, viel einfacher, schön dünn. Deswegen haben die auch so lange Holzrollen, damit geht das wunderbar. Aber ihr werdet merken, wenn ihr das probiert so, der Teig wird ganz einfach dünner. Ich habe es jetzt hingekriegt, den Teig wunderbar dünn auszurollen. Also man kann da im Prinzip fast durchschauen. Und genauso sollte das sein, wenn ihr Tagliatelle machen wollt zum Beispiel. Und das wollen wir hier in dem Fall. Oder Fettuccine. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch schneiden. Ich habe den hier zweilagig. So, und dann müsst ihr einfach schauen, ihr könnt jetzt hier, wenn ich es perfekt machen wollte, würde ich mir das alles schön quadratisch schneiden, dass die wirklich alle die gleiche Form haben. Hier sehe ich jetzt mal ein bisschen davon ab, denn in Corona-Zeiten haben wir alle wieder ein bisschen gelernt, glaube ich, nichts zu verschwenden. Und schon gar nicht nur wegen der Optik. So, die schneidet ihr jetzt einfach hier runter, wie dünn oder breit ihr sie haben wollt. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal so. Ich bin mir ganz sicher, es gibt ein offizielles Maß dafür, aber ich mache jetzt hier einfach mal so 3-4 mm etwa. So, und diese Pastanester könnt ihr euch, wenn ihr sie nicht direkt kocht, dann macht ihr ein bisschen Mehl noch drauf hier oben drüber. Oder ich nehme hier in dem Fall Semolina bzw. Hartweizengrieß. Und dann könnt ihr die so einfrieren, wenn ihr wollt. Oder aber ihr kocht sie gleich, ganz einfach. Hätte sogar fast ein kleines bisschen dünner noch gekonnt.
Immer wenn man denkt, es ist dünn genug, dann rollt sie noch mehr aus. Und so könnt ihr euch ganz wunderbar, ganz einfach frische Nudeln selber machen zu Hause, einfrieren und habt dann immer wieder mal was auf Vorrat. Im Prinzip könnt ihr so auch Verfalle machen. So, die Pasta wandert jetzt in gut gesalzenes Wasser. Wichtig, dass es wirklich schön sprudelnd kocht. Und dann braucht ihr in der Regel nicht mehr als 2-3 Minuten. So, für die Soße gebe ich jetzt hier noch ein paar, naja, so eine halbe Kelle Nudelwasser dazu. Und dann könnt ihr, wenn ihr es wollt, müsst ihr aber nicht die Tomaten hier so ein kleines bisschen mit so einem Kartoffelstampfer nur ganz leicht andrücken. Muss aber nicht wirklich sein. Aber ich finde, das wird dann noch ein bisschen tomatiger, die Sache. So, dann geben wir unseren Fisch dazu. Den habe ich jetzt noch gesalzen und gewürzt. Oder eben, wie gesagt, wenn ihr keinen Fisch möchtet, dann lasst die Soße einfach so, wie sie ist. So, dann geben wir nur noch unsere Pasta mit rein. Etwas frischen Basilikum. Und fertig ist unsere leckere, ganz einfache Pasta. So sieht das Ganze dann aus. Ganz, ganz lecker. Und wie gesagt, den Fisch muss man nicht unbedingt reinmachen. Man kann das auch einfach mit den Tomaten machen. Oder auch einfach mit Butter ist es schon wirklich eine Delikatesse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Fall freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und schaut auch gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, Thomas kocht. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.